Deep. Was ist das? Altes Manifest. Viele Schätze. Schicke Klamotten. Eben deine Uniform. Du warst eine Wache, oder? Gute Arbeit. Was zum Teufel ist hier passiert? Na da. Ganz schön viele leere Regale. Hallo. Ah, noch eins. War das auf den Regalen? Hier drüben. Nate, sieh dir das an. Was hast du da? Libertaria-Geld. Da ist Averys Siegel drauf. Mhm. Er hat das Gold geschmolzen und eigenes Geld geprägt. Das heißt also, all die Manifeste in den Regalen, der Schatz war hier. Ja. Stellt sich nur die Frage, wo ist er jetzt? Okay, wir wissen, dass draußen gekämpft wurde. Ja, und dann drin. Glaubst du, die Siedler haben ihn gestohlen? Nein. Ich glaube, sie haben ihn sich zurückgeholt. Schau, da ist Avery. Two. Die Gründer von Libertalia. Alle markiert mit dem Wort Dieb. Nicht Mörder, nicht Tyrann. Dieb. Also war der Schatz schon verschwunden, als die Siedler herkamen. Ja, weil diese Typen ihn sich schon geschnappt hatten. Pirat bleibt Pirat, stimmt's? Ja, Pirat bleibt Pirat. Ich weiß, wo er ist. Was? Wo? Das ist eine Karte. Ja, da oben. Das ist das Schatzhaus. Eine Karte von Libertalia? Genau, jetzt folge ich auf die andere Seite der Insel. Genau da. New Devon? Halt. Avery war aus Devon in England. Ganz genau. Mann, das sind ein paar echt große Häuser. Und jedes hat sein eigenes Siegel. Weil sie da gewohnt haben. Was hältst du davon, den Wachturm hochzuklettern? Uns zu orientieren? New Devon, wir kommen. Also, wie kommen wir da hoch?
mitnehmen. Okay. Nathan, schau dir das mal an. Okay, bereit? Okay, das war Schritt 1. Schritt 2. Den Kronleuchter hochziehen. Gute Idee. Du klingst überrascht. Sieh es einfach als Kompliment. Danke. Okay, jetzt sieht sie stilvoll aus. Ja, nichts wie hoch. Mit dem Seil kommen wir von hier nicht dran. Versuch mal, dich zur anderen Kette zu schwingen. Macht Tarzan. Yeah.
Verzeihung. Oh, sorry, Condent. Baldridge. Was? Du trittst auf Baldridge. Oh, tue ich das? Okay, dann mal hoch. Ein Wunder, dass die Treppen unbeschädigt sind. Hey, 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 schrei es nicht. Ob du früh gefolgt? Ich hab's ja gesagt. Turm? Klar. Hey Sam. Ja? Okay, wollte nur sicher gehen, dass du nicht abgestürzt bist. Was da? Ganz schön aufgeregt. Hey, bringst du mich da hoch? Claro. Na los, fertig? Fertig. Na gut. Ich hab hier was. Hey, Vorsicht. Hoch. Na los. Was für ein Ausblick, hä? Da ist es. Auf der anderen Flussseite. Was hältst du davon, die Reichen zu beklauen? Hey, ist da unten ein Weg? Gut zu sagen. Los!
Was glaubst du, wie lange brauchen wir bis New Devon? Ein paar Stunden. Kommt drauf an, wen oder was wir unterwegs treffen. Sie genug von uns haben. Wirklich? Wie kommst du denn darauf? Hier runter, schnell! Nicht warten, geh! Nathan! Nathan! Steh auf, wir müssen weg! Wir müssen weg! Schnell! Oh, oh, nein! Scheiße, scheiße! Auf nach unten! Komm schon, hier oben! Stell da das Seil hoch! Mach sie wieder! Du kannst nicht gewinnen! Hey, Sam!
Okay, auf ein neues. Nadine, schön, Sie wiederzusehen. Au, okay, Mango. Was soll denn das heißen? Au, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Wenn ich in Form bin? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir noch ändern. Im Drake trauen? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, lass uns doch mal. Okay, das war härter als erwartet. Ich finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich Sie nach all dem einfach davonziehen lasse? Das wäre das Klügste. Ach, kommen Sie, Nadine, echt jetzt? Wir wissen, dass Sie knallhart sind, aber wir sind zu zweit. Tja, meine Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Ach, Gott, verdammt. Los! Ich hab genug von dieser Insel. Ich hab genug von Ihrem Bruder. Und ich hab genug von Ihnen. Oh nein, das wird nichts. Können wir vielleicht einfach da... Schnell. Aber nicht so schnell. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen ihr weg, bevor sie... Scheiße. Wow. Jeder von uns beruhigt sich wieder. Na, das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na dann nur zu. Schieß doch. Sam. Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Von mir aus? Keinen Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter. Ich hab dich gewarnt. Tu es! Hey! Schon gut, Feuer einstellen, nicht schießen! Leg sie hin! Schon gut. Okay? Schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er es tut. Samuel, bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt, hm? Hey, komm schon, Mann. Du hast uns doch in der Hand, entspann dich. Komm schon, du bist Geschäftsmann. Lass uns
ein Deal machen. Oh, ein Deal. Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt. Oh, erzähl nur, ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja, und gibst uns einen Anteil. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nathan. Ja, er hat gesessen, für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar, er schuldet ihm viel Geld. Wow, wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. Ich hab Samuel rausgeholt. Oh. Wow. Was hat er dir erzählt? Sam, was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit. Augenblick. Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja. Und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake, ein Experte für Avery, am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Oh, Sam. Oh, Himmel. Nein, nein. Hör zu. Averys Schatz gehörte uns. Gehörte immer ich uns. Ich hab ein Leben für dich aufgegeben. Hey, hör zu. Nate, wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam. Das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so beende es. Oder ich tu's. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht, kannst du dem Schatz Lebewohl sagen. Du hast selbst gesagt, du stehst nur auf Sackgassen. Sieh es doch ein, Rafe. Du brauchst uns. Ja, du hast recht. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Nathan! Oh mein Gott. Nate! Hey, Nate! Tja, da ist es. Wer zum Teufel wohnt denn hier? Ich hab keine Ahnung. Aber es ist die richtige Adresse. Ich hab mich hier in den letzten Tagen etwas umgesehen. Ist keiner zu Hause. Und da wären wir. Wow. Dieses Haus ist ja riesig. Wo sollen wir anfangen? Finden wir mal einen Weg hinein. Und danach kommt die Führung. Meinst du, hier gibt es eine Alarmanlage? Suchen wir einen Weg nach drinnen, ohne ein Fenster einzuschlagen. Okay, gehen wir hinten rum, ja? Das Fenster. Ach ja.
Hier, mir nach. Okay, gib mir deine Hand. Okay, gut gemacht. Komm, Nathan. Wow. Gruselig. Ja. Ja, hier. Ich hab noch eine. Und suchen wir nach einem bestimmten Zimmer? Halte einfach Ausschau nach Büchern, Magazinen, Aufzeichnungen aller Art. Okay? Hier drin ist nichts. Nein. Hier unter dem Dach ist es nicht. Das ist ein voller alter Reise- und Campingausrüstung. Wie finden wir sie? Was? Mams Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Die hatten immer diese cremefarbenen Einbände. Ja, ich weiß, aber das ist riesig hier. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Na bitte, weißes Leder. Sam, hier ist was. Echt jetzt? Nein, das ist nicht von Mom. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Weiter. Hey. Erinnern dich die Kisten an etwas? An jedes unserer Häuser? Genau. Ich weiß noch, wie Dad immer sagte, warum überhaupt auspacken? In einem Monat ziehen wir eh wieder um. Yep, immer schön arschig. Hey Sam, nenn mich verrückt, aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Nathan, welcher zurechnungsfähige Mensch lässt eine Ming-Vase einfach so herumstehen? Ja, ist bestimmt nur ein billiges Imitat. Klar ist es das, richtig? Richtig. Sie bewegt sich nicht. Hier, machen wir es zusammen. Bereit? Was zum Teufel? Das ist so eine Art Sarkophag. Ja. Sieh dich um. Hier stehen jede Menge Sarkophagi. Sarkophage. Sam, die sind echt. Was ist das hier? Tja, finden wir es heraus.
Hm, das ist römisch. Drittes, vielleicht viertes Jahrhundert. Hey, tu mir einen Gefallen. Wenn ich sterbe, begrabe mich in so einem. Klar, mit Mumifizieren und deine Organe im Glas aufbewahren? Hab's mir überlegt. Lieber nicht. Kanopen. Cool. Hey, erkennst du das? Sowas habe ich schon mal gesehen. Liegen dir Figuren. Etruskisch. Ah, stimmt. Ja, Mann und Frau. Gemeinsam begraben. Irgendwie finster. Auf eine ziemlich coole Art. Ja. Das ist ein verdammtes Museum hier. Gibt es auch einen Dinosauriertrakt? Gut möglich. Hier ist noch eins. Nein. Ich glaube, du bist ein antiker mesopotamischer Waschtrockner. Ich bin ein Scherzkeks. Schon immer. Nathan, schieb mal her. Wer bin ich? Hm? Dr. Livingston, komm. Nicht schlecht. Wo soll es hingehen? Hä? Wenn dir die ganze Welt offen steht. Wo gehst du hin? Überall? Überall. Na gut. Mal sehen. Indien. Ja, wir sehen uns das Taj Mahal an. Er dreht sich und dreht sich. Sowjetunion. Auf nach Moskau. Ja, da kommen wir vielleicht nicht so leicht rein. Aber den roten Platz will ich mal sehen. Auf ein neues. England. Windsor Castle. Das wäre cool. Nicht wahr, Sam? Hey, sieh mich nicht so an. Ich bin nichts dafür, dass du noch nicht geboren warst. Und viel erinnere ich mich eh nicht. Und so cool war es nicht. Aha. Okay. Ein letztes Mal. Brasilien. Hey, das ist mal was. So viele unentdeckte Orte im Regenwald. Und so viele unentdeckte Stämme mit Giftpfeilen. Ja, das auch. Hey, sieh mal. Ave Cäsar. Was ist heiß da drin? Fruchtbarkeitstotems. Bist du nicht etwas zu alt für diesen Witz? Hm, ist nie zu alt. Mann, was gebe ich für so eine Einladung?
Wow. Dieser Tisch ist so groß wie der im Speisesaal im Waisenhaus. Das Essen war hier bestimmt besser. Keine Kunst. Mann, die haben hier bestimmt tolle Feste gefeiert. Den Artefakten nach hatten sie jedenfalls das Geld dafür. Ja, das letzte Fest scheint aber eine Weile her zu sein. Wow, Lawrence von Arabien. Den Schinken wollte ich schon immer sehen. Hat aber nie geklappt. Eine Turnierrüstung. Französisch. Samurai. Ja, erkennst du das Wappen? Malvenblätter sind, warte, nicht sagen, Tokugawa. Ja, das stimmt. Kannst du dir vorstellen, der zu sein, der das alles entdeckt hat? Ist das ein Brief? Was davon übrig ist. Jemand wollte ihre Sachen kaufen. Sie haben wohl abgelehnt. Seit wann magst du klassische Musik? Hallo, ich bin ein Mann mit vielen Facetten. Oh, wow. Okay. Sie kannten Amelia Earhart. Ich glaube nicht, dass Marks Tagebücher hier sind. Gehen wir nach oben. Verschlossen. Mams Sachen sind vielleicht in einem dieser Räume. Wir müssen da rein. Hey, der Lüftungsschacht, da oben. Oh ja, so kommen wir vielleicht in den Raum darunter. Nicht wir, du. Was? Ich komm nicht durch. Schaffst du das? Soll das ein Witz sein? Schaff ich das? Okay, dann zeig mal, was du kannst. Ups. Eine Polaroid. Zeig mal her. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Und jetzt lächeln. Verlier's nicht.
Hier oben. Nicht runterfallen. Okay, bin drin. Von hier ist sie auch verriegelt. Sieh mal, ob da ein Schlüssel ist. Codein. Ein Haufen Schmerzmittel? Hab ihn. Und? Was gefunden? Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Da ist noch die andere verschlossene Tür. Komm. Zu hoffen. Mal sehen, was wir finden. Wow. Sam. Hast du da was? Das sind sie. Reichtümer des Paradieses? Wow. Henry Avery. Der Gunsway-Raub. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber das... Nein, das ist eindeutig Mams Handschrift. Nimm die Hände hoch. Langsam. Hey, hey, das ist nicht nötig. Was hält er da? Hey, zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay. Okay. Tut mir leid, Nathan. Ich
was jetzt? Jetzt warten wir auf die Polizei. Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören, das... Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Müssen Sie ihn wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnungen sind von unserer Mom. Ihr seid Cassandra Morgens Jungs. Hi. Mein Gott. Ihr hättet euch fast erschossen. Ja, könnten Sie noch immer. Also, würden Sie... Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt, bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für Sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Nein, schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen wäre das die absolute Krönung gewesen. Sic Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drakes Wahlspruch. Ja, Latein und historische Figuren. Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weiß machen. Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften, ist noch ein Abenteuer, dem ich Lebwohl sagen muss. Ich muss wohl vielem Lebwohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Hier. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß? Vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Ja, also... Sind wir aus dem Schneider, ja? Ich regel das mit der Polizei. Ihr habt ja reingefunden. Da findet ihr auch allein wieder raus, hm? Ja. Hier. Danke. Das Chaos tut mir leid. Okay, komm, Nathan. Gehen wir. Alles okay? Oh, heilige Scheiße. Nein, 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 nein. Hey. Hey. Sam? Sam? Hier ist die Polizei. Alles okay? Warte, wir müssen doch was tun. Ja, wir müssen dringend hier verschwinden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Nathan! Wir müssen weg. Sofort. Oh, Scheiße. Fenster, Fenster,
Sie sehen oben nach. Sie, komm mit mir. Beeilung. Warte. Geht klar. Oh, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Hä? Was für eine Nacht, hä? Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine, die Frau, die war krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären? Nathan, vorhin in dieser Villa wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das, Norms unvollendete Arbeit, das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute. Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Norm glaubt, dass Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt.
Wer will das Gegenteil beweisen? Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen, wir werden es weit bringen. Na, was sagst du? Nathan Drake. Und danach änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden Entdecker. Abenteurer. Hauptsächlich Diebe. Au. Okay, halt mal still. Eine Weile lang war es so. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und nachdem ich ihn verloren hatte, nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren. Du wolltest nicht mehr über ihn reden. Sowas in der Art. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber das war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ja. Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Oh, na klar. Sally, kommen. Na, Schätzchen. Wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt, wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das? Nate, kannst dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Rafe hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar... Nein, es gibt kein Alcazar. Das war alles Blödsinn. Na, warte, du meinst die Schulden, die... Die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werde dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Ja, ich kann's kaum erwarten. Hör zu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, ich meine, danke, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich es fast nicht gemacht. Okay. Komm. Wir müssen jetzt los. Wir wollen also zur Nordseite der Insel. Ja, New Devon. Die Heimat der Gründer von Libertalia. Und dort bringt Rafe dein Bruder. Schatz ist bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden. Sieh mal. Da oben. Ich habe mir den Wagen von Shoreline geborgt. Du bist von da oben runtergerutscht? Ja, das war der schnellste Weg. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie wir hochkommen. Ja, hier.
der Insel? Ein paar Stunden. Hast du die Kolonie gesehen? Na klar, aus der Luft. Echt unglaublich, oder? Ich hab mir nicht alles. Ich wollte vor allem dich. Klar. Und hat dir Sully alles erzählt über diesen Ort? Yep. Henry Avery, 400 Millionen. 12 Gründer, hunderte Siedler. So ungefähr? Ja, das umreißt es ganz gut. Mir war etwas langweilig auf dem Flug. Sieht ganz danach aus. Mann, Avery hat die besten Ingenieure seiner Zeit beschäftigt. Damit hat er bestimmt Nachschub flussaufwärts gebracht. Ja, gut möglich. Da ist ein Auto. Wir müssen nur da hoch. Ja, was meinst du? Wo lang? Ja, sehen wir uns um. Na bitte, da kriege ich dich hoch. Super. Wow! Oh. Hey, meinst du, es gibt noch einen anderen Weg hoch? Hey, hier oben ist ein Weg. Da drüben ist ein Durchgang. Schau mal, ob du was brauchst. Ja. Yep. Hey, ich habe hier was. Warte. Vorsicht, da unten. Danke. Hey, guter Sprung! Nicht schlecht, was? Super, so eine Frau zu verärgern. Idiot. Los, wir sehen uns drüben. Oh.
Oh nein, nicht gut. Gar nicht gut. Alles klar. Halbwegs. Alles unter Kontrolle. Versuch, hier hochzukommen. Ja, ja, verstanden. Hier drüben. Nate, kommst du da irgendwie raus? Scheint eine Sackgasse zu sein. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Der ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Ich meine, wer weiß, ob der jemand... Oh, wow. Funktioniert. Nach oben? Weißt du, wir sehen uns einfach oben. Hey, gut gemacht. Nichts dabei. Okay, wo geht es zum Auto? Von weiter oben können wir es leichter finden. Ja, gute Idee. Das ganze Ding wird von dem Wasserrad da unten betrieben. Eine Meisterleistung für ein paar Piraten. Du hättest sehen sollen, was er in Schottland gebaut hat. Ich meine, da war ein... Moment, du warst auch in Schottland? Ja, ich meine, der letzte Ort, an dem Avery... Entspann dich. Sully hat's mir erzählt. Ah, gut. Wenigstens habe ich nicht gelogen. Wenigstens bewegen wir uns etwas, oder? Sieh mal, Shoreline. Die haben dein Auto. Genau genommen ist es ihr Auto. Holen wir es uns wieder. Ob Drake wohl bei ihr ist? Nach der Party. Bleibt wachsam, Leute. Thank you.
Okay. Ich glaube, das war's. Shoreline hat seinen Ruf jedenfalls zurecht. Weg hier, bevor noch mehr auftauchen. Hey, siehst du einen Weg raus? Flussabwärts. Bei den Fällen ist eine Öffnung. Sieh dir den Aufzug an. Der ist riesig. Ja, New Devon ist dann wohl da oben. Dann nichts wie hoch. Eine Frage hätte ich. Wieso will Ralph Adler Averys Schatz? Das Geld braucht er ja wohl nicht. Er will den Ruhm. Er will keiner sein, der nur durch sein Erbe reich geworden ist. Davonlaufen gibt es für ihn nicht. Tja, Rafe und Shoreline passen gut zusammen. Er braucht ihre Kampfkraft, sie sein Geld. Tun sie das? Wirken doch gut ausgerüstet. Shoreline war in Bürgerkriege verwickelt, die nicht so gut ausgingen. Nadine hat Daddys Schlamassel geerbt. Sie hofft bestimmt, hiermit wieder groß rauszukommen. Soweit, so gut. Weiter flussaufwärts. Darüber könntest du doch einen super Artikel schreiben. Ach, allerdings. Aber das würde wohl niemand glauben. Du könntest ja Fotos machen. Kamera nicht dabei. So ein Pech aber auch. Und warum ist Sam nicht direkt zu dir gekommen? Nachdem Rafe ihn befreit hat? Ich glaube, er wollte alles wissen, was Rafe zu Avery weiß, bevor er flieht. Und er brauchte Zeit, um sich diese Alcazar-Geschichte auszudenken.
Hätte ich nur mal nachgeforscht. Was für eine verrückte Vorrichtung. Da würde sogar das Auto reinpassen. Dann hoffen wir mal, dass der auch geht. Okay, sehen wir uns um. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Das Wasserrad geht noch. Tja, entweder reparieren oder wir klettern daran hoch. Sehen wir uns das mal an. Das ist das Problem. Zahnräder sind nicht mit dem Wasserrad verbunden. Wir müssen da hoch und es uns ansehen. Sehen. Fertig. Zurück. Ich bin dran. Okay. Und jetzt? Jetzt komme ich hoch. Danke. Okay.
nicht. Ich klettere höher. Braucht einen Aufzug, um den Aufzug zu reparieren. Hat jemand Zweifel? Warte, Moment, ich weiß was. Okay, wir sind soweit. Mein Mädchen. Ich mache jetzt die Winde los. Okay. Gut. Los geht's. Sollte ich. Egal. Okay. Pass auf. Bleib unten. Nimm das Auto als Deckung. Ich versuche, sie zu flankieren. Mach die Party! Thank you.
bereit? Ja. Na, komm schon. Du fährst. Sicher? Du machst das doch gut. Nach all dem brauche ich eine Pause. Tja, definitiv verdient. Ich habe mir überlegt, diese ganze Mechanik und Architektur sind doch nicht billig. Meinst du, vom Schatz ist überhaupt was übrig? Das haben wir uns auch gefragt. Da ist der Aufzug. Ja, wir müssen durch die Stromschnellen. Gibt's im Auto Rettungswesten? Wird schon schief gehen. Keine Chance, die Strömung ist zu schnell. Wow, Moment! Ah, so, ich hab die Kontrolle wieder. Wir sind bald da. Du hast nicht zufällig was zum Umziehen dabei, oder? Ja, klar. Super. Im Flugzeug. Nicht super. Der Damm da. Fahren wir durchs Schleusentor. Nate, sieh mal, da kannst du das Seil einhängen. Mal los. Hey Nate, das klappt nicht. Ist blockiert. Okay, ich versuche das andere. Man ahnen können. Und hinter Tür Nummer 2? Das hier scheint zu gehen. Gut gemacht. Alles gut.
Wart's ab. Festhalten! Ah, geschafft! Hey, du klingst überrascht. Vielleicht ein bisschen. Und wir sind oben. Wie stehen die Chancen, dass der Aufzug geht? Bis jetzt waren es 2 von 2. Ja, das heißt, das nächste Desaster steht an. Das Wasserrad läuft. Ein gutes Zeichen. Hey, kannst du mir helfen? Ich halte hoch. Hol den Wagen. Okay, wenn das mal gut geht. Drei von drei. Einfach wunderbar, die Piratentechnik. Wow. Wie auf einer Postkarte. Ja, Libertaria. Wunderschöne Landschaft. Und Schießereien auf Leben und Tod. Wieso hast du deine Meinung geändert? Na, du wärst fast nicht zurückgekommen. Na, sollte ich abhauen, während du bis zum Hals drin steckst? Und weißt du, dann war da noch dieses Ehegelübde. In guten wie schlechten. Ja. In guten wie schlechten. Hier. Oh, los, hilf mir mal. Klar. Okay. Okay. Weißt du selbst, wenn du glaubst, mich damit zu schützen, hast du kein Recht, mich so auszuschließen. Worum es auch gehen mag, wir sollten darüber reden und uns darum kümmern. Gemeinsam. Wirklich, es ist nur... Weißt du was? Konzentrieren wir uns. Das hat bis später Zeit. Nächster Halt, New Devon. Ein paar Shoreline-Fahrzeuge sind unterwegs nach Norden. Die werden wir wohl bald sehen. Die
es euch beiden soweit gut? Es gab ein paar Probleme, aber soweit so gut. Okay, gut. Meldet euch, ja? Ich bin immer gern auf dem Laufenden, okay? Wir versuchen es. Over und out. Okay, wir müssen über die Brücke rüber. Gut festhalten. Dreh um, wir fahren zum Wasserfall. Ich kann nicht. Die Strömung ist zu stark. Nate? Mach dich bereit. Es ist kalt. Nate, da, wir können die Felsen hochklettern. Okay. Los, los. Geschafft. Hallo. Nate! Wasserfall. Wasserfall. Nate! Okay, bin okay. Der Baum ist nicht okay. Komm schon. Hier nicht. Hab dich. So viel zum Wagen. Ja. Komm. Ich wollte dich nicht schützen. Es ist nur, ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Das haben wir beide. Ich habe den Schwur gebrochen. Ich habe nichts gesagt, weil ich hatte Angst. Angst wovor? Dich zu verlieren. Ich schätze, ich wollte mich selbst schützen. Verstehst du? Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Ja. Wir sollten weiter. Ja. Hier lang. Zumindest sind wir auf der richtigen Flussseite. Ja, das wäre übel gewesen. Gute Idee. Also, wie kommen wir da hoch? Ja, vielleicht machen wir hier mal Urlaub, was? Ja, vielleicht. Was gefunden? Nein. Ganz allein hier? Tja, Ruhe in Frieden, Piratenfreund. Wow,
Kleidern nach sind das Siedler. Vielleicht gab es einen Kampf? Nein, das glaube ich nicht. Sieh dir ihre Positionen an. Ja, du hast recht. Sie wurden gestapelt oder einfach gegen die Wände gelehnt. Sie waren schon tot, als man sie hergebracht hat. Das ist ein Massengrab, Nate. Hallo? Wer ist das? Sieh dir das Schild an. Verräter, einer der Rebellen. Eine schlimme Art zu sterben. Hier ist noch einer. Sorry, Kumpel. Nicht böse gemeint. Kann man eine Rebellion natürlich auch niederschlagen. Ich frage mich, ob das die ganze Zeit geplant war. Was, die Siedler alle umzubringen? Nein, sie herzulocken in der Hoffnung auf ein Utopia, um ihnen dann alles wegzunehmen, was sie haben. Wir haben es ja auch mit Piraten zu tun. Aber das ist ziemlich diabolisch, selbst für Piraten.